Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ihr habt gemerkt, ein paar Tage kam jetzt erstmal nichts. Das liegt daran, dass erst der Vardrak im Urlaub war und dann leider krank geworden ist. Dafür habe ich mir heute wunderschöne, wundersympathische andere Begleitung an meine Seite geholt. Entschuldigung. Hallo. Ja, das ist Sassiku oder kurz Sassi. Und wir fangen einfach mal an, direkt im Hauptmenü. Wir müssen jetzt gucken, weil sie natürlich nicht den Account von das ist die falsche Farm, nicht den Account von Devardrug hat, sondern ich bin super gut vorbereitet, Leute, ihr merkt das schon, sondern ihren eigenen Account hat, fängt sie theoretisch auch von null an und ich muss es ganz schnell mal ändern. Exit to Title, bla bla bla, Koop-Modus, nein, ich muss noch was verändern. Ihr merkt, heute ist alles ein wenig anders. Jetzt stellen wir das Spiel auf Deutsch wieder. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Den Bischof wollen wir natürlich hosten. Das ist ja witzig, der Name. Ja, das war Franzis Idee. New Transmutation Recipes have been learned. Das erkläre ich gleich. Optionen. Und jetzt gucke ich einfach mal. Freund einladen, ob das funktioniert. Den Einladungscode könnte ich. Geh mal Enter Invite Code. Mhm. Es kann sein, dass du jetzt noch nicht rein kannst. Weil du mir noch eine Hütte bauen musst. Genau. J, D, Z, A, 8, 3. A? 8, 3. U, H. Muhaha. Genau, U, H, 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 H. 1, C. So, gucken. No free slots on server. Okay, es gibt keinen freien Slot, das heißt, du musst ganz kurz warten. Ich muss hier erstmal alles gießen und ernten. Dann, sobald Robin aufmacht, baue ich eine neue Hütte, okay? Okay. So, Leute, ich habe das Spiel auf meiner Seite viel zu laut gestellt und ihr bekommt kein Desktop-Audio. Oh. Moment, Properties. Standard, Lautsprecher. So, jetzt habt ihr auch Spielzonen. Irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm ein neues Update gehabt und jetzt funktioniert natürlich wieder gar nichts mehr. So, ich muss schnell alles gießen. Jetzt kann ich das ordentlich machen. Achso, weiter kann ich noch nicht. Ich habe ein paar Mods installiert. Hauptsächlich UI-Mods und Sachen, die ich für meine Tutorial-Videos brauche. Da wir ja hier alles live spielen, werdet ihr schon sehen, dass ich nicht cheate. Hey, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Wir müssen nur bis um kurz nach 9 warten, dann können wir zu Robin gehen. Da unten ist schon die erste Kaffeebohne. Gameplay-Mechanik habe ich nur einen Mod, die etwas verändert. Das war die Better Transmutation Mod, weil ich die super praktisch finde. Zeige ich euch in einer kurzen Minute. Ich muss erstmal Wasser auffüllen gehen. Ich kann dir dann aber auf jeden Fall The War Drugs Equipment geben, weil da ist, glaube ich, schon ein bisschen was aufgebessert. So. Das erste, was ich machen wollte, ist in die Minen gehen und genug Mineralien sammeln. Oh, Evoli! Ja, und ich habe eine Grafikmod drin, dass meine Katze in Evoli ist, weil ich es niedlich fand. Deshalb, Evoli ist aber auch niedlich. Eben. Und sie macht nicht mal mehr Miau, sondern es macht den alten Evoli-Sound. Kannst du sie bitte streichen? Mach ich gleich. Erst alles gießen, so viel Zeit muss sein. Hier haben wir, glaube ich, Mixed Seeds geschmissen. Ah ne, das sind die Summer Seeds? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie ist das hier alles ein wenig durcheinander. Das hier müssten Melonen alles sein. Und da haben wir eine Ancient Seed noch drin. Das ist ein Ancient Seed? Da kommt eine Ancient Fruit raus. Das ist so ein Ding, was du finden kannst beim Ausbauen. Achtung. Oh. Das war eine Miezekotze. Hier macht sie Miau. Ich weiß nicht warum. Offensichtlich, vielleicht weil es eine neue Version gibt oder so. Ich habe es hier über Smarty gestartet. So, ich gehe ganz schnell zu Robin, sobald ich mir die Sachen da reingelegt habe.
das da, nee, das da rein. Eine nehme ich mit. Und dann brauche ich, ich weiß nicht wie viele. Willst du eine Holzhütte oder eine Steinhütte eher haben? Oh, Stein. Gut, ich nehme mal mehr mit und dann zeige ich dir gleich, wie die aussehen. Wenn ich so bonzig sein darf. Du darfst. Du darfst. Man sieht unten zum Beispiel das aktuelle Level von sowas wie Kampf und Fishing und so weiter. Unten links da die Anzeige? Genau. Das ist durch eine Mod. Dann sieht man hier oben rechts ein kleines, du fühlst dich glücklich. Ich muss nicht mehr jeden Tag auf dem Fernseher gucken. Außerdem kann ich mir dort auch Geburtstage anzeigen lassen. Das habe ich jetzt gerade noch nicht gemacht. Ich gehe zuerst zu Robin. Gilt das für uns beide oder nur für dich? Glück zählt, glaube ich, für beide. Cool. Dann kann ich ja die mitnutzen. Genau. Und auch Geburtstag zählt natürlich für beide. Ja. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Ja. Ich möchte bitte ein Hofgebäude errichten. Und zwar eine Hütte. Es gibt die reine Holzhütte, es gibt so eine Holz- und Dingshütte, da macht man Fasern und es gibt die Steinhütte. Du bekommst eine Steinhütte. Die sagst du jetzt, wo ich keine Fasern dabei habe? Wusste ich doch nicht. Hier Fasern holen. Diese Frau macht mich fertig. Leute, ich sag's euch. Du hast gesagt, ich darf bonzig sein. Ja, aber kannst du nicht anders bonzig sein? Okay. Warum ist die Musik eigentlich auf meiner Seite so laut heute? So. Okay. Fasern. Und da hinten lang ist schneller. Ich bräuchte Kaffee, dann könnte ich Kaffee trinken, wäre schneller. Oder ein Pferd. Ja, wenn du Kaffee trinkst, bist du ein bisschen schneller für 2 Minuten oder so. Awesome. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, weil du halt aufgedreht bist und so, ne? Ja, das heißt, ich werde mehr oder minder einen Tag gerade wahrscheinlich fast alleine spielen. Du bist wahrscheinlich pünktlich zum Abend, aber du musst ja dann auch erstmal einen neuen Charakter erstellen und alles. Du bist dann pünktlich zum Schlafen da. So. Hallo Robin. Ich möchte ein Hofgebäude errichten. Die coole Hütte. Man kann die Häuser auch erweitern lassen. Ja. Und das ist ziemlich cool, weil dann hast du auch eine Küche drin und so alles. Wir bauen die direkt da daneben. Nee, da will ich sie nicht hinhaben. Wir können sie da oben hinbauen. Oder wir bauen sie dahin. Oder wir bauen sie hier unten hin. Und hast hier unten einen ganz eigenen Space. Oder da oben. Guck mal, da so dazwischen. Hier so. Das geht nicht. Da hinten, direkt neben das Ding. Oder willst du sie einfach hier mit in der Nähe haben? Dann geht's aber nicht. Da oben geht's hin. Okay. So, da hin oder doch da ganz hinten hin? Da ganz hinten. Okay. Boah, dann sieht das unten aus wie so ein Dorf. Hütte ist bereits vorgebaut. Deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? Ich glaube, da fehlt noch ein Die. So, jetzt sollte ich theoretisch in der Lage sein, meine liebste Sassi einzuladen. Warum nicht? Versuch's nochmal. Back. Einladungscode anzeigen. Invite Code. E. 0. JD. 0. JD. Z. 83. UH. 1C. Genau. So, du kannst jetzt einen neuen Charakter erstellen. Und ich gehe derweil mal was ins Community Center bringen. Ja, ich weiß, es ist heute eigentlich gutes Glück. Es würde sich lohnen. Unbekannter Farmer ist beigetreten. Genau, du kannst dich jetzt noch benennen. So, und ich bringe was zu den Summer Crops. Das müsste Nutzpflanzenqualität. Nutzpflanzen Sommer. Pepperoni. Haben wir schon die Sammelsachen für den Sommer? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich will ja Schlumpf sein.
Ein Schlumpf. Exoten, Winter und Herbst. Okay, was brauchen wir fürs Exoten? Pilze, die könnten wir in unserer Pilzfarm bekommen. Und wir können auch zwei Pilze, also die Morchel und den blauen Pilz oder violetten Pilz könnten wir bekommen. Also wir brauchen noch eine andere Sache, das heißt ein Tepper wäre eigentlich ganz cool. Und den haben wir ja schon einen. Ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht allzu laut von der Maus, Leute. Wenn doch, dann tut mir das so ein bisschen leid, aber nur so ein bisschen. Dann müsst ihr durch. Das tut mir auch leid. Ich habe auch keine Best-Controller. Du hättest den Controller nehmen können. Niemals. Damit kann ich nicht spielen. Ich kann doch nicht spielen. Ich kann nicht mit Controller spielen. So. Ich habe den Kristalldolch und das Waldschwert, aber ich finde das Waldschwert besser als den Kristalldolch. Andersrum, nicht das. Ich bin doof gerade. So, das heißt, ich will das Waldschwert wieder. Ich bin nicht so der Dolche-Fan. Moment, ich gehe mal kurz in die UI-Mod-Einstellung. Erfahrungsleiste anzeigen. Nee, der soll er nicht die ganze Zeit anzeigen. Symbol Geburtstag anzeigen, das wollen wir. So, das ist halt eigentlich ganz cool. Man kann halt sehr viele Sachen anzeigen, die tatsächlich da ganz nützlich sind. Ich kann zum Beispiel gucken, dass hier die Tomate noch 6 Tage braucht, die Peperoni wieder 3, der Mais 9 Tage, die Blaubeeren 8 Tage und uralte Frucht noch 9 Tage, bis sie das erstmal trägt. Die Sonnenblumen 3 Tage. Der Kaffee in 4 Tagen das erste Mal und die Melone noch 7 Tage. Sternfrucht 8 Tage und 9 Tage und die Gewürzbeere. Er zeigt alles als Gewürzbeere an, aber das sind gar nicht alles Gewürzbeeren. Das ist einfach nur so ein platzhaltermäßiges Ding. So, dann müssten wir mal gucken, haben wir eigentlich schon ein... Ja, haben wir. Ist der voll? Ja, wahrscheinlich, ne? Ui, jetzt hat es ein wenig gelaggt. Ja, wir brauchen also bald ein neues Silo. Deswegen, was machst du? Achso, deine Parsnips. Deine Parsnips anbauen, genau. Willst du besseres Equipment haben? Ja, wäre schon geil. Moment, ich bin gleich da. Kann ich hier in der Ecke was anbauen? Das kannst du machen. Da so eine Freifläche, ja, das war einfach, weil wir da nicht mehr von den Dingern hatten. Out of Season. Achso, die kannst du nur im... Ja. Warte mal. Ich geh mal kurz. Warum ist da ein Chicken? Achso, das ist... Martins. Ja. Nee, das heißt, das alles, was Standard ist, bräuchte ich dir ja nicht geben. Warte mal, das ist meine... Okay, er hat noch nichts geupgradetes. Außer... Wo ist seine Kanne? Ich weiß nicht. Er hat noch nichts abgegradetes an Vielleicht Werkzeug. Hat er die nee, dann könnte ich die ja abholen, theoretisch. Okay. Vielleicht liegt die hier noch irgendwo. Ich erstmal alle Leute und genau. Gehe dann in die Höhle. Ist 18:30, also denk dran, nicht zu lange in die Höhle zu gehen. Nee, heute nicht mehr. Ja. Wieso das Krankenhaus in dieser Uhrzeit denn schon zu? Jetzt passieren die meisten Unfälle. Das ist kein Krankenhaus, das ist eine Arztpraxis. Noch schlimmer. Welche Arztpraxis hat denn rund um die Uhr geöffnet? Es ist gerade mal 7 Uhr abends. Eben. Das ist auf dem Lande. Okay, Samstag. Kannst du, okay, ist das ist Samstag. Samstag und ist es ist auf dem Land. Du kannst froh sein, dass sie überhaupt eine Praxis haben. Ja, richtig. Das habe ich doch gedacht. Da liegt nämlich eine Bombe, die liegt falsch. Und der verfeinerte Quarz gehört auch nicht rein. Mensch. Boah, Mafi. Boah, Mafi. So. Warum weil immer, wenn irgendjemand was Blödes macht, sagen wir, boah, Mafi. Das, wenn er es nicht war. Hast du den Geschirrspüler angeschmissen? Ja. Okay. Deine Haare sehen etwas fancy aus, aber leicht verschimmelt. Ja. Wie so eine verschimmelte Bananenschale. Ja. So. Haben wir noch irgendwie Rohstoffe? Nee. Doch. Eisenerz haben wir noch. Wir haben 3, also...
15. Genau. Und da kommen wir auch gleich zur dritten Mod, die ich installiert habe. Zur dritten Mod. UI-Info-Mod, Denkmod. Ich habe so ein bisschen was installiert. Zum Beispiel sowas, dass ich auf der Karte sehe, wo die einzelnen Leute wirklich in Echtzeit sind. Da, das ist zum Beispiel Sassi. Jo. Die ist da. Die Leute bewegen sich da zum Beispiel und so weiter. Ich habe aber auch noch eine Mod installiert, die Better Transmutation hat. Hier heißt es nur Mining 4 nur. Das kann sein, du wolltest schon wieder ein Beta-Update gehabt. Ich kann ja 3 Kupferbarren in einen Eisenbarren umwandeln. Ich kann aber auch 1 Eisenbarren in 3 Kupferbarren umwandeln. Das heißt, ich kann in beide Richtungen die Sachen transmutieren. Und das geht dann halt auch später mit besseren Sachen. So kann ich dann aus Gold zum Beispiel wieder Eisen gewinnen. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Ich finde auch, wenn man das in eine Richtung kann, dann sollte man es auch in die andere Richtung können. So, hier die können wir alle mal... Ach nee, doch nicht. Ich glaube... Weil das haben wir nicht mehr doppelt, ne? Das waren so... Ja. Money's Ranch, an den meisten Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Das ist auch übelst praktisch, dass man weiß, wann die offen haben, so die Zeiten. Wobei bei Robin steht, Laden an den meisten Tagen geöffnet. Sie hätten auch einfach schreiben können, dass sie nur dienstags zu haben. Hallo. Kann ich mich auf der Farm irgendwie nützlich machen? Heute nicht mehr. Okay. Oh, bei mir ist es nur eine Miezekatze. Ja, natürlich. Das ist eine rein grafische Mod, die natürlich nur bei mir funktioniert. So, meine Hütte ist auch noch nicht weiter ausgebaut. Wir gehen ins Bett. Schlafen kann man natürlich nur, wenn beide schlafen gehen. Und wenn ich zum Beispiel ins Menü gehe oder so, wird die Zeit nicht angehalten. Mhm. Dazu müssten wir beide... dazu müsste ich Slash Pause klicken. So. Die Hälfte ist rum. Wir haben einen Tag vorbei. Wir schauen mal, was uns der nächste Tag bringt. Kikeriki, warum habe ich jetzt schon wieder... Ach so, das wollte ich da in die Kiste packen. Weil ich das nicht mag. So, hier ist eine Gießkanne noch. Die ist von der Wardrock, aber das ist auch eine normale Gießkanne. Kannst du bitte nicht meine Katze hauen? So, 1, 2, 3. Nimm dir mal hier das Schwert da raus aus der Kiste, das Waldschwert am besten. Ja. In der Kiste vorm Haus. Oh, heute gibt's im Fernsehen übrigens ein neues Rezept zu lernen. Hast du auch die 500 Gold? Nein, die habe ich schon vor Ewigkeiten mal bekommen. Du bekommst jetzt halt die ganzen Sachen. Also wir bekommen die 500 Gold natürlich zusammen, das ist das Gute. Aber. Das müssen sie irgendwie nochmal ändern. Du kriegst halt als neuer Spieler all die ganzen Sachen und dadurch kannst du halt... In welcher Kiste, in der blauen? In der vorm Haus. Die Frau hört mir schon wieder nicht zu. Ich habe Geld von meinem Papa bekommen. Er hat gesagt, ich habe Geld bekommen, dann sollte ich zuhören. Darf ich mir auch was von dem Fieldsnack mitnehmen? Ja, natürlich. So viel du willst. So viel du willst. Ich hab nie Naja. Weil ich weiter rausgezoomt bin. Nee, du bist auch so weit rausgezoomt. Nein, wird einfach besser. Also von den Farben. Ja, farbtechnisch ist mein Monitor etwas besser wahrscheinlich, ja. Als mein Schlepptop. Ah, ich brauche echt mal einen neuen Schlepptop. Und dann hätte ich gerne einen, der total passiv gekühlt ist, weil aufwendige Sachen mache ich ja eh nicht damit. Warum hast du jetzt beide Schwerter mitgenommen? Weil es kann. Nein, aber sie verbrauchen Platz und du hast nur eine Reihe Platz. Kannst du mal gucken, neben der... Ach verdammt, du kriegst ja noch eine Katze und kriegst noch ein Schwert. Und sie kann Schwerter nicht wegschmeißen. Ah doch, du kannst die Schwerter dann wegschmeißen. Du kannst einen kleinen Kristall durch wegschmeißen, wenn du möchtest. Katzen.
Ja, und übrigens während Cutscenes geht das Spiel auch weiter. I was just peering down into this old mansion. Abandoned for decades. Meow. Still, there's probably good ore down there. But a dark place undisturbed for so long. I'm afraid ore isn't the only thing you'll find. Die Königin der Soßen. Gebackener Fisch. Immer wenn ich dieses Gericht hier zu Hause zubereite, werden meine Katzen total verrückt. Ich brauche keinen zweiten Koch, allein dafür, sie davon abzuhalten, sich ein bisschen zu genehmigen. Stell einfach sicher, dass der Fisch frisch ist, vorzugsweise selbst geangelt. Jetzt sieh her, wie ich den Fisch auf diesem Bett voller Frühlingsgemüse anrichte. Oh, ich mag Backfisch. Kann ich das rostige Schwert wegschmeißen? Ja, du kannst doch den Kristall durch wegschmeißen. Einfach, nee, nicht so. Du gehst ins Inventar und ziehst ihn dann auf den Mülleimer. So, wir haben sehr viel Eisen. So, und deshalb werde ich meine Kanne... Nee, verdammt. Wie wird das Wetter morgen? 1, 2, 3, 4, 5. Warum ist denn das eigentlich da? Das gehört da nicht hin. Das gehört dahin und das gehört dahin. Ich bin gerade ein bisschen verplant, was denn eigentlich der Plan ist. Wetterbericht. Morgen wird's doch nicht. Nee. Und dann glaube ich, werde ich erstmal meine Axt verbessern. Und mir hier bei The War Drug einfach mal so schön eben ein Schwert. Das Witzige ist, dass diese Drawer. Sorry. Dass diese Drawer hier. Immer das Inventar der Person widerspiegeln. Das heißt, wenn ich hier was reinlege, wird Wardrug das beim nächsten Mal im Inventar haben. Uiuiui, der hat hier einen ganz schönen Haufen Zeug, was er alles gar nicht braucht. So. Das nehme ich ihm einfach raus, um das gleich mal einzusortieren. Wir haben ja letztens relativ schnell aufgehört. Die Kristallfrucht und den Köder lasse ich ihn mal. So. Muss ich dann aber bald beeilen, damit ich noch schnell genug bei unserem liebsten Lieblingsschmied bin. Monsterloot. Verbannen wir dahin. Das da. Sammelzeug kommt erstmal da rein. Das gehört auch zu Sammelzeug. Dann haben wir sehr viel... Moment. Da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Nimm mit, wenn du den Platz dazu hast. Dann ist sie, das bringt gute Energie. So, und ich werde jetzt ganz schnell erst zu unserem liebsten Lieblingsschmied laufen und uns da mal was holen. So, beim nächsten Mal, wenn du in die Mine gehst, pack doch was in die Kiste vorm Haus. So Werkzeuge wie die Sichel theoretisch und Dings brauchst du nicht. Die Sichel, die Gießkanne und sowas. Morgen hat Gas Geburtstag. 4 Frostgelees, ja. Könnte man zwar machen, aber... nee. Ich finde es witzig, dass sie Schleim mit Gelee übersetzt haben. Also Slime. Frostgelees. Wegen Jelly? Wahrscheinlich, ja. Man könnte ein Eis kaufen. Man könnte nachher Eis essen. So, erstmal laden. Ich möchte ein paar Sachen verkaufen. Jade, gefrorene Träne, Aquamarin und Topaz. So, du siehst, wir haben ein bisschen mehr Geld bekommen, weil... Also erstmal im Laden. Jetzt sieht man es noch. Jetzt sind die noch billiger. Im zweiten Jahr kostet einfach Golderz 750. Wie ich neulich rausgefunden habe. Heb mal die Geode auf. Da können coole Sachen drin sein. Ich würde eher das Holz wegschmeißen. Okay. Weil das sind nur 3 Holz. So, wir haben jetzt kein Geld mehr. Warum? Weil ich meine Axt zum Verbessern gegeben habe. Okay. Ja, aber... Ich bin doch die Frau, ich muss das Geld ausgeben. Das stimmt. Geschafft und 11 Copper Ore. Ja, aber
5 Level geschafft ist gut, aber wir sind ja sowieso schon weiter. Hallo, ich hab grad mal angefangen. So, hier hat man gerade gesehen, er sagt, ich liebe frisch gepflückte Blaubeeren. Hier hat man gesehen, dass er einem sagt, was er denn gerne haben will. So. Garnele und eine Herzmuschel. Und jetzt gucken wir, ob hier hinten noch irgendwas rumliegt. Nö. Ach, ich wünsche mir meine Gegenstände aus meinem anderen Spielstand. Vor allen Dingen meinen Return Scepter. Auch wenn das halt noch nicht ordentlich im Multiplayer funktioniert, wenn man wirklich immer... Dein Traktor auch? Mein Traktor ist auch cool. Ja, Leute, seid gespannt. Ich werde mal eine kleine Review machen über die Mods, die ich mittlerweile verwende. Und im Singleplayer verwende ich da eine wunderschöne Mod, die einem das Farmen, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich schon im 4., 5., 6., 7. Jahr ist und alles einmal schon mal gemacht hat. Oder für die Leute, die unter euch, die das noch exzessiver spielen, die da schon im 20. oder 100. Jahr sind, aber noch nicht mit dem Modden zu tun hatten. Man kann da echt schöne Sachen machen. So, wir heben die Fische alle mal auf. So, zack, und wieder 6 Eisenbarren. Nee, weil wir das schon freigeschaltet haben wahrscheinlich. Ja, ja, aber das ist, weil du da das Schwert bekommen musst am Anfang. Ja, das kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie sie das alles verarbeiten und so weiter. Das ist alles noch nicht hundertprozentig. Es ist ja auch, und das muss man einfach dazu sehen, es ist noch eine Beta. Und zum Beispiel das da sollte jetzt fertig sein. Da, dankeschön. Den haben wir auch noch nicht offen. Ich trau mich aber nicht. Da direkt in den Sewers passiert nichts. Das ist nur ein kleiner Krobus, der dir Sachen verkauft. So, wir könnten theoretisch jetzt schlafen gehen. Nein. Doch, könnten wir theoretisch. Es sind aber noch nicht alle Menschen. So. Da werde ich gleich müde, wenn das 20.10 Uhr ist. Dabei ist es schon 20.24 Uhr. So, was haben wir denn heute? Heute haben wir Donnerstag. Ja, die zweite Folge, also die Freitagsfolge nehmen wir dann auch gleich noch auf. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht Freitag noch ein bisschen neue Sachen aufnehmen. Da ist eine Schnecke. Ja, auf, kannst aufsammeln. Kann ich nicht. Ist dein Inventar voll? Ja. Okay. Stein kommt hier in die Kiste. In diese da, hier unten die. Da kommt die Steine rein. Dann der Rest kommt, der Erdkristall kommt in die Kiste da drunter. Da kommen alle Edelsteine hin. Nein, 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 nur der Erdkristall. Nur der Erdkristall, der Quarz auch nicht. Die Geoden kommen hier in diese Kiste. Und alles, was man brennen kann, kommt da in die Kiste. Es gibt ein sehr gutes Ordnungssystem hier. Ach nein, warte. Kommst du kuscheln? Ich könnte ja gerne, aber dein Bett ist zu klein. Doch, das funktioniert trotzdem. Niemals. Niemals. Ich habe schon mit Bartrak gekuschelt, also schaffen wir das auch zu kuscheln. Ich will nicht wissen, was du mit dem Bartrak schon geschafft hast. Wetterbericht sagt... Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein, das ist okay. Wahrsager. Ah ja, das brauchen wir eigentlich nicht gucken, das ist immer schon Leben vom Land, gucken wir uns an. Und man sieht jetzt hier oben, wer hat Geburtstag, Gas. Und ich kann, wenn ich da hingucke, sehe ich, normalerweise, die UI-Infomod sollte mir das eigentlich zeigen, was die Leute mögen. Ich dachte, es wäre auch in der UI-Infomod drin gewesen. Symbol Geburtstag, zeige Herzfilm, zeige mir diesen. Nee, okay, das ist nicht in dieser Infosuite drin. Ich dachte, das wäre hier mit drin gewesen damals.
Es gibt noch eine Mod, wo man sieht, was die Leute mögen. Hey, Post. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch, wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sterntautaler Umschau. Hast du eigentlich eben Clint gesehen? Nee. Der kam nur bei dir in der Cutscene. So, das mache ich mal mit der Maus. Was? Was? Hi, Miesel Heads, okay? Poke. Come to old house, Poke. Bring coins, Head Mouse. Ja. Da gibt's eine kleine Maus, die Hüte verkauft. Ich hab die Quest gesagt, ich soll so einen Ofen bauen. Kann ich so einen Ofen bauen? Wenn wir genug Rohstoffe haben. Guck mal, wir brauchen 20 Kopperohr und 30 Steine. Ja, die Steine hast du. Ja, Kupferohr sollten wir auch genug haben. Kupfererz. Was? Zwei Stück fehlen? Ich brauch 30. Nein. 20 Kupfererz? Was? Oh, 20. Kann ich lesen. Ach. Hat der Typ, der etwa schon zwei Jahre länger Stardew Valley spielt, mal wieder recht gehabt? Niemals. Okay, ich gehe mal wieder in die Minen. Ich brauche nichts. Oh, Stiefel. Kann ich die Stiefel anziehen? Kannst du nehmen. Aber heute würde ich nicht in die Mine gehen. Leute, und guck mal, man sieht hier oben. Moment. Eigentlich sollte man sehen, dass es halt nur noch einen Tag braucht. Ich weiß auch nicht, ob die einfach nur im Deutschen vielleicht nicht alles so funktioniert. Ich spiele das Spiel halt auch hauptsächlich auf Englisch. Deswegen steht hier auch Gus Birthday, weil die Mods meistens nicht in alle Sprachen übersetzt werden. Das heißt, ich gehe heute nicht in die Minen, stattdessen helfe ich dir auf der Farm. Du kannst zum Beispiel deine Axt nehmen und irgendwo da unten zum Beispiel diese Dinger packen. Oder du gehst irgendwo nach unten raus und fällst dort Bäume. Oder du fällst hier auf der Farm Bäume, kannst du auch machen. Ich würde auf der Farm. Aber nimm hauptsächlich nur die oberen. Die Baumstämme lässt du liegen. Ja. Erstmal. Weil Baumstämme geben keine Erfahrungspunkte, dann kannst du deine Energie besser benutzen. Okay, und ganze Bäume? Ja, nee, ich meine die hier. Die stehenden, die fällst du so, dass nur noch der Baumstumpf übrig ist. Okay, aber so kleine Hölzer auch. Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir sind schon zweimal schlafen gegangen. Stopp! Die Folge ist schon wieder voll lange, ne? Das ist jetzt schon unser dritter Tag, ne? Ja. Dann müssen wir langsam mal die erste Folge beenden. Oh. Ja, so schnell geht das, Leute. So schnell vergisst man auch, dass man eigentlich mal sowas wie 20 Minuten Folgen machen wollte. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da wird Sassi uns immer noch Gesellschaft leisten, also dann am Morgen, am Freitag. Und dann würde ich sagen, wie immer, schaut auch mal beim Stream vorbei oder schaut auf Twitter vorbei. Sassiko hat kein Twitter. Oder nutzt es nicht, aber schaut trotzdem bei The Vardrug vorbei und lasst ihm einen netten Kommentar da. Oder Hashtag BoarMafi. Eben. Oder schaut bei mir vorbei, dort werden Streams angekündigt oder auch mal solche Sachen wie, hey, es wird die nächsten Tage kaum Videos geben, weil Mafi krank ist. Sowas kündige ich dort auch immer an. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.